Ja, also es lief ja jetzt nicht so schlecht an, sage ich mal. Die ersten Wochen waren, denke ich, ganz positiv so. Viele neue Eindrücke, die man so sammelt, neue Erfahrungen. Auf jeden Fall was anderes so im Profibereich als im Jugendfußball. Aber doch nehme ich gerne mit diese Erfahrungen und macht mir viel Spaß. Super Mannschaft, so super aufgenommen worden. Gute Charaktere drin, vom Trainerteam passt das auch. Nee. Mal sehen, ob die Nummer sich als Glücksnummer herausstellt, aber ja, mal sehen, was die Zukunft so bringt. Wie hast du mit dem Fußball angefangen? Wann fing das überhaupt an? Oder wie bist du überhaupt darauf gekommen, Fußball zu spielen? Ja, das ist eigentlich so ein bisschen untypisch in unserer Familie, der Fußball. Also ich komme eigentlich aus einer Handballerfamilie. Mein Vater hat auch mal höherklassig Handball gespielt, zweite Bundesliga und ja, generell alle ziemlich handballbegeistert gewesen. Aber ich weiß es gar nicht. Ich kam irgendwie aufs Fußballspielen, war Bayern München-Fan schon immer und habe dann mit 4 Jahren in meinem Heimatort in der Nähe von Kassel angefangen, Fußball zu spielen. Wie ist der Verein, wo hast du gespielt? SV Kaufung. SV Das Kaufen. ist so eine Viertelstunde von Kassel entfernt. Ja, und da habe ich dann auch bis zur D-Jugend gespielt und bin dann so im Alter von 13, 14 dann nach Kassel gewechselt, zum KSV Hessen Kassel. Ja, bis ich dann in der B-Jugend so mit 16, mit 15 hierher gekommen bin. Wie kam das, dass du dann rüber gewechselt bist? Hier nach Paderborn? Du wohnst aber noch in Kassel, oder? Nee, ich wohne im Internat. Ja, damals kam ja André Schubert und Jan-Moritz Lichte hier nach Paderborn. Haben dann, sage ich mal, so ein bisschen was probiert auf die Beine zu stellen im Jugendbereich. Waren ja für den Jugendbereich verantwortlich. Und dadurch, dass die Fußballwelt ja jetzt auch ziemlich klein ist und man sich da so kennt, die haben ja auch immer mal sich Spiele da im nordhessischen Raum angeguckt und kannten da einige Spieler. Ja, und da war ich auch einer der Spieler, die ihnen dann vielleicht aufgefallen sind und ja, sind dann mit mir in Kontakt getreten, haben mich angerufen und wollten mich halt von der Sache hier überzeugen, haben mich eingeladen. Dann habe ich mir das Internat und die Rahmenbedingungen hier angeguckt und habe mich dann dafür entschieden, Wie das gefällt dir zu das Internatsleben so? machen. Gut, also ich kann mich nicht beschweren. Ich denke, es war auf jeden Fall ein guter Schritt, den ich da gemacht habe. Das bereue ich auch auf keinen Fall. War am Anfang nicht so ganz leicht. Bin mit 15 damals von der Familie hier nach Paderborn gegangen. Und ich denke, für die Familie war es auch nicht so leicht. Kurz vorher ist meine Schwester ausgezogen und danach 2, 3 Wochen später ich. Und dann war nur noch meine kleine Schwester zu Hause. Also Also war hast du noch das, zwei Schwestern, genau, die war auch da, Handball begeistert wahrscheinlich eher sind, oder? ja, kann man so sagen. Faszinieren sie sich auch so ein bisschen für Fußball? Ist das, Ja, steckt das jetzt an das auf jeden Fall. irgendwie? Also mein Vater hat sich auch so ein bisschen vom Handball distanziert. Die Familie ist schon, sage ich mal, jetzt eher so auf diesem Fußballtrip. Und nee, aber fühl mich hier echt wohl. Und nach einer schweren Anfangszeit, sage ich auch mal im schulischen Bereich, habe ich mich aber da gut, habe ich das gut unter einen Hut gekriegt und bin schon so zufrieden, wie das Ganze gelaufen ist. Du kriegst also auch Unterricht im Internat. Das wird da auch erteilt, oder? Ich bin hier auf dem Reismann-Gymnasium, also das ist ja eine normal städtische Schule und die kooperiert aber mit dem Internat. Wir haben da unseren pädagogischen Koordinator, wie der sich nennt, der Volker von Bülow, der sich um die schulischen Angelegenheiten kümmert und uns da in allen Belangen halt unterstützt. Das heißt, wenn ihr Und irgendwelche Probleme und Fragen habt, könnt ihr ja, euch da an genau, ihn da wenden. wird einem schon in vielen, vielen Dingen geholfen, auch wenn es zum Beispiel um Nachhilfeunterricht geht, der dann auch im Internat stattfindet. Ja, da ist die Betreuung schon gut, muss ich sagen. Also damit man heute auch diesen Spagat zwischen Schule und Fußball gut hinbekommt. Beschreib mal so einen typischen Internatstag. So, wie fängt es an, morgens aufstehen und Ja, dann? ich stehe morgens um 6:30 auf, mache mich dann fertig, putze mir die Zähne. Das dauert dann manchmal auch ein bisschen länger, bis ich dann aus dem Bett komme, aber gehe dann zum Frühstück, was auch im Internat ist. Da ist so morgens so ein Buffet, was da bereitsteht.
Ja, schmier mir dann meine Brote für die Schule, gehe dann zur Schule. Der Unterricht beginnt um 10 vor 8 und habe dann meistens so bis 1, 2 Uhr Schule. Danach fahre ich, da ich jetzt auch ziemlich mobil bin und ein Auto zur Verfügung habe, was Hast du dann halt, Führerschein ganz neu jetzt, oder? ja, seit 2, 3 Monaten jetzt. Gleich beim ersten Mal bestanden, alles Ja, gut? richtig, Super. genau, Ja, herzlichen ja, Glückwunsch. Dankeschön. Nee, bin ich da dann halt auch ziemlich mobil, fahre dann sofort zu Finke hier zum Mittagessen und dann halt meistens in den Ahorn Sportpark, wo wir unser Kraft- oder Athletiktraining halt haben. Und danach geht es nach Hause. Dann ruhe ich mich erstmal aus, chatte vielleicht ein bisschen mit ein paar Freunden so, auch aus Kassel, mit denen ich jetzt auch nicht mehr so viel Kontakt habe, weil ich die halt auch nicht mehr sehe so oft. Also die Freizeit leidet schon so ein bisschen. Ja, das auf jeden Fall, aber das war mir halt auch vorher klar, ne? Ich bin halt auch schon mit dem Ziel hier hingekommen, dass ich mich halt bestmöglich weiterentwickeln möchte im Fußball und mein Abitur machen möchte und das hat dann halt Priorität und da bleiben dann andere Dinge vielleicht mal auf der Strecke, aber damit kann ich schon umgehen. Und ja, dann beginnt halt abends normalerweise das Mannschaftstraining. Im Moment, da ich ja jetzt oben bei den Profis im Moment dabei bin, ist ja auch manchmal Vormittagstraining. Da wird das dann auch ein bisschen mit der Schule geregelt, dass ich da vielleicht mal frei bekomme für die eine oder andere Stunde. Also du kannst das alles gut aufarbeiten dann auch wieder. Ja, das läuft ganz gut im Moment. Jetzt geht es ja dann nächstes Jahr in die heiße Phase mit dem Abitur. Da muss man dann mal gucken, wie das dann geht. Ob ich dann, da muss ich vielleicht auch mal mit der einen oder anderen Einheit vielleicht kürzer treten, weil ich dann auch die Schule dann auch Priorität hat auf jeden Fall, weil ich denke, dass das Abitur auf jeden Fall so ein Grundbaustein ist, worauf sich dann der Rest halt aufbaut. Da kann ich danach vielleicht auch mal 1 oder 2 Jahre nur auf Fußball setzen und gucken, wo die Reise hingeht. Aber erstmal ist das auf jeden Fall sehr wichtig, dass ich dann mein Abitur schaffe. Also du verlässt dich nicht nur auf den Sport, sondern hast auch noch einen anderen Fuß irgendwo in der Tür gerne. Ja, ich probiere halt, das wäre halt auf jeden Fall mein Ziel und ist schon immer mein Traum, halt mit dem Fußball irgendwie mein Geld zu verdienen. Ob das dann im Endeffekt klappt, weiß man ja nie, weil da viele Dinge halt auch und viele Faktoren damit einfließen und eine große Rolle spielen. Ja, deshalb muss man da auf jeden Fall zweigleisig fahren, ne? Ob ich dann danach der Schule ein Studium mache oder weiß ich nicht, aber Aber du ich, hast die Möglichkeiten dann auf jeden Fall noch. ja, denke ich schon. Aber ich versuche eigentlich schon nach dem Abitur erstmal alles so auf Fußball zu setzen, wie man das so schön sagt. Um zu den Profis zurückzukommen, wie war das für dich, als du da angesprochen wurdest, als du sozusagen ausgewählt wurdest als vierter Local Player und das erste Mal das Training mitgemacht hast mit den Profis? Wie war das so für dich? Ja, Warst du da aufgeregt so ein bisschen oder? ja, ich habe mich eigentlich mehr gefreut, muss ich sagen. Also, weil ich denke, auch noch ein junger Spieler bin und das ja dann auch nicht so häufig ist, dass man dann so im Profibereich dabei ist. Das kommt jetzt immer mehr so. Auch in der Bundesliga sieht man das immer mehr, dass da junge Spieler herangeführt werden, was ich halt auch persönlich ziemlich gut finde, weil man sich so halt auch optimal weiterentwickeln kann, allein durch die Trainingseinheiten, weil man da sich sehr weiterentwickelt in vielerlei Hinsicht und viel dazulernt, gerade von den erfahrenen Spielern. Und ja, doch, hat mich sehr gefreut, als ich da den Anruf vom Trainer bekommen habe und mir gesagt wurde, dass ich jetzt in der Vorbereitung erstmal dabei bin. Ja. Wie war das Spiel gegen Köln für dich? Was hast du da so empfunden? Da war doch ein bisschen Aufregung mit dabei, oder nicht? Dass du da alles richtig machst, dass gut läuft. Ja, ich habe ja auch nur 5 Minuten gespielt, also Aber da kann man schon einiges reißen oder nicht reißen, ne? das In fünf stimmt. Minuten. Also dann bin ich auch so ins Spiel gegangen, dass ich da nochmal alles probieren möchte, nochmal ein paar Nadelstiche setzen möchte und ja, nochmal irgendwas Besonderes vielleicht mache. Ja, weil ich auch denke, dass egal ob das 5 Minuten sind, trotzdem kann man ja dann nochmal einiges probieren und sich vielleicht von einer ganz guten Seite zeigen. Und ja, dass es dann im Endeffekt dann so läuft, hätte ich halt auch nicht gedacht. War ich auch überrascht, als der Ball dann im Netz war. Warst du mit Und deiner Leistung im Allgemeinen so richtig zufrieden? Hast gedacht, da hätte ich jetzt noch ein bisschen was machen können oder war das schon super? ja, ich hatte ja nicht so viel Ballkontakte. Ein Schuss, glaube ich, der erste, der ging ja fast übers Stadiondach. Aber ja, muss man dann einfach auch mal was probieren und kann ja nicht alles klappen.
Aber ja, als der Ball dann drin war, war natürlich ein super Gefühl. Würdest du Also dich selber dann irgendwie so ein bisschen als Draufgänger bezeichnen oder bist du schon eher so ein Taktiker und überlegst auch irgendwie ein bisschen vorher? Oder denkst du dir in einem Moment, so, jetzt muss alles klappen? ja, ich bin schon so ein Typ, der eigentlich ziemlich viel nachdenkt über viele Sachen und vieles hinterfragt und was auch manchmal vielleicht gar nicht notwendig ist. Wenn manchmal wird mir auch gesagt, dass ich vielleicht manchmal zu viel überlege und zu viel nachdenke. Also einfach immer machen und Das ist so du denkst zu lange nach das über ist die so die Sachen. bessere Variante, würde ich sagen. Und da habe ich mich aber auch so vom Charakter in der letzten Zeit oder in den letzten 2 Jahren so ein bisschen verändert, weil ich früher auch sehr verkrampft war, mir selber das ziemlich viel Druck gemacht habe, aber ich denke, dass eine gewisse Lockerheit immer mit dabei sein muss, damit man halt auch eine gute Leistung abrufen kann. Und ja, ich denke, damit fährt man ganz gut. Was meinst du, was für Charaktereigenschaften oder auch körperliche Eigenschaften ein Fußballspieler haben sollte, um einfach Erfolg zu haben oder erfolgreich zu sein? Ja, ich denke, dass man ja sieht, dass es ziemlich viele Talente so gibt, aber das Talent alleine halt nicht ausreicht, sondern halt ein ziemlich starker Wille da sein muss, dass man vielleicht noch mehr investieren muss als manch anderer, noch mehr trainieren muss und so von dieser Leidenschaft so gepackt zu sein, dass man alles dafür gibt, um dieses Ziel halt zu erreichen und auf vieles verzichtet. Vieles entbehrt und halt mit einer gewissen Disziplin das Ganze angeht. Und ja, das sind schon so Eigenschaften, die sehr wichtig sind, meiner Meinung nach. Und bei diesem ganzen Stress, den du jetzt hast, du ja schon sehr stressig im Moment. Wie bewahrst du dir dann noch so richtig den Spaß am Fußball, dass du so richtig Lust drauf hast? Dass da zwischendurch nicht mal so eine Situation kommt, wo du dir denkst, ach, jetzt würde ich am liebsten eigentlich liegen bleiben und hätte jetzt gar keine Lust. Gibt es solche Momente? Ich denke, es gibt ja nichts Schöneres als, sage ich mal, irgendwie mal im Profibereich irgendwo anzuklopfen und dass das im Moment so ist und ich da in Anführungsstrichen mitmachen darf, hätte ich mir ja vor dieser Saison oder jetzt vor dem Sommer jetzt auch nicht gedacht und deshalb gehe ich jeden Tag, stehe ich jeden Tag mit einem Grinsen auf, sage ich mal, und freue mich aufs Training. Freue mich wieder etwas dazu zu lernen und mich da weiterzuentwickeln und auch zu sehen, was noch nicht so gut ist bei mir, wo ich noch dran arbeiten muss. Und nee, deshalb freue ich mich echt jeden Tag so. Hat der Trainer dir irgendwie schon so ein Feedback gegeben? Hast du da schon irgendwie ein bisschen was mitgekriegt, wie das so gesehen wird, wo du noch was aufarbeiten musst, wo du noch was zu machen hast oder so? Ja, da unterhält man sich schon immer mal drüber. Das ist mir aber auch generell bewusst, woran ich arbeiten muss, was meine Stärken und Schwächen sind. Und ja, da denke ich schon, dass ich schon so im körperlichen Bereich noch zulegen muss, auch in Bezug auf Athletik und Dynamik. Das sind so Punkte, wo man halt auch viel mit Schnellkrafttraining oder so vorankommen kann. Und ja, das sind so Sachen, wo ich auch dran arbeite, auf jeden Fall. Wie sind deine Wünsche und deine Pläne so für die Zukunft, sagen wir mal für so einen Zeitraum von 5 Jahren? Hast du da schon irgendwas geplant? Wie ist im Ich denke, im Fußball Idealfall? kann man nicht so viel planen, ne? Das kann im Moment läuft alles ganz gut soweit, aber ich weiß auch, dass es schnell ganz anders laufen kann. Dass man deshalb immer dranbleiben muss, Vollgas geben muss und sich da auf nichts ausruhen kann, weil ich auch noch nichts erreicht habe. Und deshalb muss man sich jeden Tag wieder neu beweisen und Vollgas geben. Und da denke ich auch noch gar nicht an was in 5 Jahren ist oder im Fußball, das ist ein schnelllebiges Geschäft, da kann so viel passieren in einem kurzen Zeitraum. Ich möchte jetzt einfach das Ganze hier aufsaugen und bin froh dabei zu sein und ja, mal sehen, was dann die Zukunft so bringt. Ein berufliches Ziel außer dem Fußball, was könntest du dir noch vorstellen? Da habe ich noch überhaupt keine Ist aber Pläne. nicht Feuerwehrmann oder so, Nee, ne? gar nichts. Also, da redet man ja mit der Familie auch manchmal so drüber, aber ja, so das Fußballspielen war schon immer mein Ziel, damit halt auch Geld zu verdienen. Und was nach der Schule kommt, so nach dem Abitur, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Also Fußball ist erstmal an wie erster gesagt, Stelle. der Fußball hat dann nach der Schule auf jeden Fall ja, oberste Priorität. Ja, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Danke.